Ein neuer Tag, ein neues Franchise. Super Mario 64 ist das erste Mario-Spiel in 3D und hat die Welt bei seiner Veröffentlichung im Jahr 1996 im Sturm erobert. Begleitet mich auf eine Reise durch 15 verrückte und sehr individuelle Level auf der Suche nach den Powersternen. An der Stelle noch ein kleiner Disclaimer. Ich hatte eigentlich geplant, diese Review als ein großes Video zu droppen, weil ich dachte, dass Mario ein verhältnismäßig kleines Spiel ist. Ich lag katastrophal falsch. Also musste ich die Entscheidung treffen, aus einem Video drei zu machen. Den ersten Teil seht ihr heute. Er befasst sich mit den ersten 5 Leveln des Spiels. Dies ist heute auch gleichzeitig das letzte Video auf diesem Kanal im Jahr 2022. Ich habe zum Schluss noch ein paar Worte, die ich euch mitteilen möchte. Also schaut das Video bitte zu Ende, ja? Dankeschön. Herzlich willkommen zum genredefinierenden Action-Plattformer mit unserem roten Lieblingsklempner. Herzlich willkommen zu einem Meilenstein der Videospielgeschichte, der bis heute von Jung und Alt genossen wird. Herzlich willkommen zu The Most Perfect Safe State. It's me, Mario! Hallo! Prolog. Die Regeln dieses Runs sollten ja eigentlich ganz einfach sein, oder? Naja, zumindest auf dem Papier sind sie es. In der Realität wird mich dieser Run noch sehr viel Nerven kosten. Aber dazu mehr, sobald wir dort angekommen sind. Dies sind die Dinge, die ich erreichen muss. Erstens, ich muss das Spiel durchspielen. Soweit so logisch. Zweitens, ich muss alle 120 Sterne, die dieses Spiel zu bieten hat, finden. Und drittens, ich muss den maximalen Münzwert, den man in jedem der 15 Level erhalten kann und der als Bestwert gespeichert wird, erreichen. Gerade der letzte Punkt ist ein Albtraum. Münzen, welche man durch Glitches duplizieren kann, sind natürlich nicht erlaubt. Generell weiß ich, dass dieses Spiel von hunderten Menschen gespeedrunnt wird und voller nützlicher Glitches ist. Keine davon werde ich benutzen. Erstens, weil ich nicht weiß, wie sie gehen, und zweitens, weil das hier eine authentische Review für die Menschen sein soll, die Spiele auf die von den Entwicklern vorgesehene Art spielen. Jedem ist natürlich selbst überlassen, wie er seine Spiele genießt. Und ich bin leider ein filthy casual. Vielen Dank. Des Weiteren muss ich leider erwähnen, dass Nintendo aus irgendeinem Grund besonders die Musik von Mario 64 auf YouTube claimt und ich dementsprechend vermutlich nicht einen Cent an meiner Arbeit mit dieser Review verdienen werde. Wenn ihr also etwas Kleingeld übrig habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich auf Ko-fi unterstützt. Kleingeld! Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Aber fühlt euch nicht genötigt dazu. Ich bin sehr dankbar über die vergangenen Monate und werde sicherlich nicht verhungern, weil ein Video demonetized wurde. Und jetzt genug der trockenen Materie, lasst uns loslegen. Das Spiel startet mit einem Brief von Prinzessin Peach, die sich zu uns in ihr Schloss auf einen Kuchen einlädt. Mario lässt sich das natürlich nicht zweimal sagen und macht sich auf den Weg. Bevor wir den schnauzbärtigen Klempner aber zu sehen bekommen, sehen wir einen anmutigen, aber aufregenden Kameraschwenk, der das Schloss aus den verschiedensten Winkeln zeigt. Schlussendlich fährt sich eine Röhre aus dem Boden und die Kameraansicht wechselt zu der eines Lakito, welches die Cam an seiner für ihn typischen Angel festhält. Mario springt hervor und wir werden mit einer Textbox begrüßt. Als wir die Kontrolle über die Spielfigur erlangen, machen wir uns auf den Weg zum Schloss, werden aber an der Brücke von unserem Kameramann aufgehalten. Dieser erklärt uns, dass er unser Abenteuer filmen wird und wir quasi ihn steuern. Das war damals wie heute schon eine richtig coole Idee, um eine Spielekamera originell und authentisch in die Spielewelt zu integrieren. Wir betreten das Schloss und werden von Bowsers bösem Lachen begrüßt. Offensichtlich hat er in unserer Abwesenheit die Prinzessin entführt und sich die Powersterne unter den Nagel gerissen. Mit diesen hat er den Welten, die in den Gemälden des Schlosses dargestellt werden, Leben eingehaucht. Marios Aufgabe ist es nun, die Gemälde zu betreten, Powersterne zurückzuerobern und die Prinzessin zu befreien. Also Business as usual im Mario-Universum. Wir begeben uns zur einzig nicht versiegelten Tür im Eingangsbereich, betreten den Raum dahinter und springen buchstäblich in unser erstes Abenteuer. Kapitel 1: Bob Omps Bombenberg. Die erste Mission, besiege König Bob Omp, ist wohl einer, wenn nicht die ikonischste Mission der 3D-Mario-Welt. Wir werden in eine grellgrüne Welt geschmissen und erstmal mit einem Tutorial-Text versorgt, welcher uns erklärt, wie wir mit NPCs reden. Ich bahne mir den Weg vorbei an einem riesigen Kettenhund und besteige den im Levelnamen genannten Bombenberg. Der Aufstieg wird uns durch herabrollende Kugeln erschwert, welche wir durch Springen ausweichen. Der kreisrunde Weg ist nicht wirklich schwer und entspricht der Vorstellung eines ersten Mario-Levels.
Auf dem Gipfel angekommen, wechseln wir zunächst ein Wörtchen mit dem König der explosiven Bälle. Dieser ist natürlich sehr von sich überzeugt und absolut sicher, dass wir ihn niemals von hinten packen und auf den Boden werfen können. Danke für den Hinweis, Eure Majestät. Wir tun natürlich genau das und weichen dabei den Grabbelhänden des Monarchen aus. Kriegt dieser uns nämlich in die Griffel, schmeißt er uns über das komplette Feld und potenziell vom Berg. Wir sprengen den Dude und sichern uns damit unseren ersten Stern. Mission 2 sieht vor, dass wir uns ein Wettrennen mit diesem Koopa liefern, der offensichtlich als Kind zu oft am Fruchtzwerg geschnüffelt hat. Der Weg ist derselbe wie schon zur ersten Mission. Wir müssen den Berg erklimmen und das vor der Schildkröte. Diese Mission ist eigentlich unfassbar einfach. Weil ich mich jedoch überschätze und an dieser Schrägen zu früh springe und runterrutsche, beschließe ich, gemein zu betrügen und den geheimen Teleporter zu verwenden, der in der Ausbuchtung des Berges zu finden ist. Hier muss man jedoch aufpassen. Nutzt man die Kanone, dazu gleich mehr, oder wird beim Teleportieren erwischt, gibt es für uns keinen Stern und der Koopa zeigt sich enttäuscht von unserem Verhalten. Mir gelingt durch meine Abkürzung eine Zeit von 1 Minute 13 Sekunden und 2 Zehntel, was uns Stern Nummer 2 einbringt. Stern Nummer 3 ist lächerlich einfach. Wir sollen zu einer schwebenden Insel fliegen. Dies wird uns durch eine Kanone ermöglicht, die wir freischalten, indem wir mit diesem rosa Bob-Omb reden. Begeben wir uns in die Kanone, können wir eine Richtung angeben und uns losballern lassen. Wir haben während des Fluges keinen Einfluss auf die Flugbahn und sind unserem Schicksal ausgeliefert. Das Spiel sah wohl vor, sich vom Bombenberg an einen Baum der schwebenden Insel ballern zu lassen. Es ist jedoch viel einfacher, einfach die Kanone direkt unter der Landmasse zu nehmen und sich kerzengerade in die Luft schießen zu lassen. So landen wir sicher auf der Insel und können den Stern aus einer gelben Ausrufezeichenbox in Empfang nehmen. Kommen wir nun zu einer der nervigsten Missionstypen im ganzen Spiel, zumindest meiner Meinung nach. Unsere Aufgabe ist es, alle 8 versteckten roten Münzen des Levels zu finden. Diese Objektive haben wir in allen 15 Leveln des Spiels inklusive der 3 Bowser-Level vor uns. Nervig finde ich sie, weil sie, egal wie gut man das Spiel und die Position der Coins kennt, gefühlt viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Seltsam, weil ich es normalerweise sehr genieße, ein Level zu erforschen und auf den Kopf zu drehen. Warum mich das gerade hier nervt, kann ich euch leider nicht sagen. Die erste 8-Münzen-Challenge ist natürlich erwartungsgemäß einfach und die roten Taler recht offensichtlich versteckt. Das wird in Zukunft leider nicht so bleiben. Mission 5, durchfliege alle Münzringe, habe ich mir bewusst, aber unnötig schwer gemacht. Gedacht ist dieser Auftrag nämlich für die Flügelkappe, einem Upgrade, welches wir noch nicht freigeschaltet haben. Davon habe ich mich aber nicht beirren lassen. Weil ich mich vom Flow des Sternesammelns nicht abbringen lassen wollte und wir die Kappe ohnehin noch nicht freischalten können, habe ich mich dazu entschlossen, die 5 Münzringe mit der Kanone zu durchfliegen. Dies ist eine sehr langwierige Vorgehensweise, die ich niemandem empfehlen kann. Denn vom Abschusspunkt der Kanone kann man aufgrund der geringen Render-Distanz der Münzen nur den ersten Ring sehen. Alle anderen muss man quasi blind erahnen, sich reinballern lassen und hoffen, dass man den richtigen Winkel erwischt. So muss ich mich immer und immer wieder durch die Lüfte schießen lassen, diesen Teleporter benutzen, welcher tatsächlich in diesem Zusammenhang sehr nützlich gewesen ist, und mein Glück erneut versuchen, bis mir auch der letzte Durchflug glückt. Nach ein paar Minuten ist mir diese unnötig erschwerte Mission aber gelungen. Die 6. und letzte Aufgabe ist sehr einfach. Wir müssen den großen Kettenhund von seiner Kette befreien. Hierzu reicht es einfach, sich zu ihm zu begeben und den Zaunfall mit 3 Stampfattacken in den Boden zu befördern. Gefahr geht von dem Hündchen nur dann aus, wenn man dabei zu langsam ist. Dann klatscht er einen nämlich relativ unsanft um und verursacht viel Schaden. Das ist uns hier aber erspart geblieben. Letztlich fehlt nur noch der 100-Münzen-Stern, ein Stern, den man erhält, wenn man, wie der Name schon sagt, 100 Münzen in einem Level sammelt, und das Maximum an erhaltbaren Münzen. Ihr werdet in der Aufnahme nun einen Unterschied der Anzahl der Sterne feststellen. Anstatt 6 seht ihr 15. Das liegt daran, dass ich zwischendurch die Flügelkappe freigeschaltet habe und dann in dieses Level zurückgekehrt bin. Um aber im Fluss des Videos nicht zu viel hin und her springen zu müssen, habe ich mich dazu entschlossen, den 100-Münzen-Stern und den Max Coin Run einfach mit in dieses Kapitel zu schneiden. Das Maximum in Bob-Ombs Bombenburg beträgt 146 Münzen und ist über jede Mission ab der 2. erhältlich. Der Grund, warum dies erst ab Mission 2 möglich ist, ist recht einfach. Der kleine Koopa, der hier spawnt, tut dies nicht in der ersten Mission. Ihn zu besiegen bringt uns eine wichtige blaue Münze ein, die 5 Mario-Geldeinheiten wert ist. Für uns natürlich unverzichtbar. Das restliche Gesammel des Levels ist recht einfach. Wir erhalten Münzen von Gegnern, manche liegen einfach rum, die 8 roten natürlich mit eingeschlossen, und andere erhalten wir durch besondere Aktionen. Eine davon ist, Kreise um Pfähle zu laufen, an die auch schon der Kettenhund festgehalten wurde. Davon existieren 5 Stück in diesem Level. Die Erkennung des Spiels in Bezug auf das Kreiselaufen ist leider nicht so super ausgecheckt, was den Fall beim Kettenhund besonders schwer macht.
Ich muss stark darauf aufpassen, genug Zeit zu haben, um von dem Bello nicht umgenietet zu werden. Den Stern für die 100 Münzen sammle ich ganz zum Schluss ein. Besonders cool, anders als bei den anderen Sternen beendet dieser nicht sofort das Level, sondern lässt mich einfach weiter erforschen. Ich sammle einen beliebigen Stern vom Bob Omb Bombenberg ein, damit das Spiel meinen Münzrekord speichert und kümmere mich danach um das erste Bonuslevel von Mario 64. Bonus: Prinzessin Peachs Rutsche. Im oberen rechten Bereich der Eingangshalle schalten wir das Zimmer von Prinzessin Peach frei. In diesem befinden sich drei Gemälde der Prinzessin, wovon das rechte zu einem Bonuslevel führt, der Rutsche. Hier können wir zwei Sterne erhalten, die recht einfach erklärt sind. Einen erhalten wir, indem wir die Rutsche einfach nutzen, ohne zu sterben. Ganz unten erwartet uns die Belohnung in einem Block. Den zweiten erhalten wir, wenn wir den getimten Kurs in unter 21 Sekunden schaffen. Auch das ist super einfach, wenn man keine 5 Jahre alt ist. Stern Nummer 9 ist unser. Kapitel 2: Wumps Wuchtwall. Wo Bob Oms Bombenberg noch naturbelassener war, ist dieses Level deutlich menschengemachter. Anhand von Mauerwerken bahnen wir uns unseren Weg Richtung Spitze. Die erste Mission lautet: Besiege König Wump. Damit machen wir bereits zum zweiten Mal in kurzer Zeit Jagd auf einen Monarchen. Dieser befindet sich, wie König Bob Omb, am höchsten Punkt des Levels. Wir erklimmen also den Wuchtwall und treffen auf den Boss. Großschnäuzig wie jeder Boss dieses Spiels gibt König Wump zum Besten, dass unser Besuch natürlich nicht erwünscht ist. Er scheint zudem über Rückenschmerzen zu klagen. Physiotherapeut Mario hat dagegen natürlich das perfekte Mittel. Volle Lotte mit einer Stampfattacke den bereits angebrochenen Rücken des Königs gerade knöppern. Anders als der vorherige Boss zeigt sich dieser hier sehr dankbar über unsere Therapie und in Anführungsstrichen überreicht uns, eigentlich springt er sich aber gut, den ersten Stern des Levels. Nachdem wir den König besiegt haben, ist ein großer Turm auf dem Plateau erschienen. Diesen müssen wir erklimmen. Gesagt, getan. Wir laufen also denselben Weg wie zuvor auch schon hoch und greifen uns den nächsten Powerstern. Dies ist eine sehr typische Vorgehensweise für 3D Mario Games. Oftmals muss man immer wieder dieselben Wege gehen, auch kurz hintereinander, um nur sehr rudimentär veränderte Aufgaben zu meistern. Das ist aber Jammern auf sehr hohem Niveau, da der Weg zu den Belohnungen immer Spaß macht, egal wie oft man ihn läuft. Außerdem hilft dies natürlich dabei, das Level besser kennenzulernen und übt den Spieler im Umgang mit der Steuerung. Für Stern Nummer 3 müssen wir ins Blaue fliegen. Damit ist abermals ein Ritt in einer Kanone gemeint. Wir schalten die Wumme per Gespräch mit dem rosa Böller frei und lassen uns gegen diese Säule verfahren, um nicht dahinter ins Nirvana zu fliegen und ein Leben zu verlieren. In der Plattform befindet sich eine Stange, welche uns zum darunterliegenden Stern bringt. In der nächsten Mission sammeln wir die 8 roten Münzen. Im Gegensatz zum ersten Level muss man bei der Erforschung jedoch darauf achten, nicht wagemutig durch die Gegend zu springen. Gehen wir über die Reling, kann es schnell passieren, dass wir aus dem Level rausfallen und verlieren. Dann müssen wir alle bisher gesammelten Münzen nochmal sammeln. Dieser Auftrag erfordert von uns eine besonders coole Anwendung unserer Fähigkeiten, die so in dem Spiel leider nie wieder verwendet wird. Um auf die rotierenden Plattformen zu gelangen, müssen wir nämlich dieses überdimensionale Brett mit unserem Tritt umkicken. Ich verstehe nicht, warum die Entwickler dieses coole Feature nie wieder verwendet haben. Münze 8 gehört uns und damit auch der nächste Stern. In Weck die Eule müssen wir, wie ihr euch sicherlich denken könnt, einen schlafenden Flattermann wecken. Der Kollege nappt in diesem Baum. Als ich ihn wecke, bietet er uns an, uns per Rundflug über die Map zu transportieren. Dieses Angebot nehme ich dankend an. Solange ich den B-Knopf gedrückt halte, hält sich Mario an den Klauen der Eule fest. Diese fliegt automatisch immer nach vorne. Ich kann lediglich die Flugrichtung bestimmen. Über diese Mechanik müssen wir uns über ein Gitter mit einem Stern fliegen lassen und im richtigen Moment loslassen. Irgendwie fällt mir die Tiefenerkennung in Mario 64 sehr schwer, weswegen ich 3 Anläufe brauche, bis ich es schaffe. Die letzte reguläre Mission verlangt von uns, dass wir eine Felswand zerstören. Damit ist diese hier gemeint. Ich knalle mit der Kanone rein und lege einen eingemauerten Stern frei. Noch sind die Level klein und die Aufträge kurz. Vergangenheits-Dennis wusste noch nicht, wie gut er es hat. Als nächstes folgt die maximale Münzen-Challenge. Auch hier habe ich mich um alle Münzen des Levels erst gekümmert, als ich die Federkappe schon freigeschaltet habe. Auch wenn es die in diesem Level gar nicht gibt. Lasst euch also bitte nicht vom Sterne-Counter verwirren. In König Wumms Wuchtwall sind es insgesamt 141 und das Sammeln ist hier noch einfacher als im ersten Level. Natürlich muss ich auch hier, wie bei den 8 Münzen, darauf achten, nicht über die Levelbegrenzung zu springen und meinen gesamten Fortschritt zu verlieren. Wer achtsam ist, sollte aber trotzdem keine Probleme haben. Wichtig:
Die kleinen Wurms spucken, wenn man sie nicht sofort mit einer Stampfattacke pulverisiert, 5 einzelne Münzen aus, wenn man normal auf ihrem Rücken rumspringt. Zusätzlich zu den 5, die sie bei ihrem Ableben hinterlassen, können wir von ihnen also insgesamt 10 Münzen ergattern. Vorsicht ist auch bei den 2 Korkboxen geboten, die wir hier finden. Zerschellen jene an einer Mauer, können die Münzen im hohen Bogen über den Zaun fliegen und einen 100% Levelabschluss damit unmöglich machen. Ich schnappe mir den 141. Taler und den Stern und verlasse das Level über eine bereits absolvierte Mission. Bonus: Die Federkappe. Wenn man in Mario 64 mindestens 10 Sterne gesammelt hat, erscheint ein Lichtstrahl in der Eingangshalle. Schaut man in die Quelle des Lichts, bitte zu Hause niemals nachmachen, landet man mit der Federkappe ausgerüstet in einem Bonuslevel. Hier können wir ebenfalls einen Stern einsammeln, indem wir alle 8 roten Münzen, die sich in der Luft befinden, fliegend einsammeln. Doch das ist nicht die einzige Besonderheit. In der Mitte des Levels befindet sich ein großer Schalter, wie man ihn auch schon in Super Mario World gesehen hat. Wir betätigen ihn, indem wir auf ihn draufspringen. Dadurch verwandeln sich alle zuvor transparent roten Boxen in feste Ausrufezeichen-Boxen. Das heißt, wir können die Federkappe nur noch außerhalb dieses Bonuslevels finden und damit umherfliegen. Tatsächlich benötigt man ein bisschen Fingerspitzengefühl, um sich an der Steuerung in der Luft zu gewöhnen. Man verliert nämlich stetig an Höhe und Geschwindigkeit und muss dies über kurze Sturzflüge wieder wettmachen. Dieses Power-Up ist unter anderem für die maximale Münzzahl im Bob-Oms Bombenburg unabdingbar. Kapitel 3: Piratenbucht-Panik. Dieses Level wirkt durch seine weit einladende Wassersektion sehr groß, ist aber schlussendlich gefüllt mit, naja, Wasser. Aber auch kaum mehr als das. Nichtsdestotrotz war dieses Level eines meiner absoluten Favoriten, als ich noch klein war. Die freie Bewegung auf allen 3 Achsen haben mich als Kind damals komplett weggeflasht. Erstmalig war ich damals auch mit der Tatsache konfrontiert, dass Mario unter Wasser atmen muss. Das Level an sich ist auch super atmosphärisch. Der Nebel, der seicht auf der Wasseroberfläche liegt, gibt dem Kurs einen ganz besonders mysteriösen Flair. Tatsächlich verschwindet dieser Nebel leider, wenn man die erste Mission hinter sich gebracht hat. Vielen Dank an BlueYeti47, der mich über diese Trivia informiert hat. Die erste Mission lautet: Tauche in das Schiffswrack. Am Grund der Piratenbucht finden wir ein gesunkenes Schiff, welches offensichtlich einen großen Aal als Untermieter hat. Wir müssen vor ihm wegschwimmen und dann schnell wieder auftauchen, damit er sein Zuhause verlässt und uns die Möglichkeit gibt, in das Schiff zu tauchen. Im Innern des Schiffs finden wir 4 Kisten vor, die wir in der richtigen Reihenfolge öffnen müssen, da wir sonst einen Stromschlag abbekommen und Schaden nehmen. Glücklicherweise kenne ich die richtige Reihenfolge auswendig. Nach Öffnen der 4 Kisten senkt sich der Wasserspiegel und das Schiff steigt auf. Dadurch sind wir in der Lage, den Block zu zerstören, in welchem sich unser nunmehr 18. Stern befindet. Mission 2 fordert wieder von uns, uns mit dem Aal namens Kano auseinanderzusetzen. Nachdem wir das Schiff geborgen haben, ist der Kollege nämlich obdachlos und residiert nun in einem Loch der Gebirgswand. Ziel ist es, sich Kano zu nähern und ihn so erneut herauszulocken. Am Ende des Fisches befindet sich der Stern. Hier verlieren wir unser erstes Leben. Denn in Mario 64 teilen sich die Gesundheits- und Luftanzeige einen Platz. Nehmen wir also Schaden, verlieren wir gleichzeitig wichtige Luft zum Atmen. In meinem ersten Versuch, den Stern abzuluxen, berühre ich Kano und er leidet dadurch massiven Schaden, sodass es mir nicht möglich ist, rechtzeitig aufzutauchen. Mario ertrinkt leider ziemlich qualvoll und wir müssen das Level von vorne starten. Im zweiten Anlauf funktioniert aber alles wie geplant. Wir belästigen das Meeresungeheuer erneut, knöpfen ihm den Stern ab und überleben unsere Tauchaktion. Für den 20. Stern müssen wir uns wieder mit Kisten auseinandersetzen. Wir tauchen durch dieses Loch und finden eine Höhle mit 4 weiteren Schatztruhen. Hier habe ich die richtige Reihenfolge einfach geraten und lag beim ersten Versuch richtig. Die 4. Mission ist, wie in den anderen Leveln auch schon, die Suche nach den 8 roten Münzen. Da die Piratenbucht mit Abstand die wenigsten Münzen hat, nämlich 104, habe ich beschlossen, mit dieser Quest auch gleich den Stern für die 100 Münzen und die Maximalanzahl zu holen. Viele der roten Münzen verstecken sich in den Muscheln, die am Grund der Bucht liegen und sich öffnen, sobald wir uns nähern. Im Großen und Ganzen stellt weder die Suche nach den roten noch nach dem restlichen Klimbergeld eine Herausforderung dar. Dies ist für mich die mit großem Abstand einfachste Münzjagd bisher gewesen und ich werde mich noch voller Wehmut an diese Zeiten zurückerinnern. Fliege zu den Steinsäulen soll uns den 5. Stern des Levels einbringen und ist so lächerlich einfach, dass ich nicht weiß, was ich in mein Skript schreiben soll, damit ich das Bildmaterial mit Worten unterlegen kann. Daher spreche ich euch einfach die ersten Sätze des One Piece Openings vor. Reichtum, Macht und Ruhm. Der Mann, der sich dies alles erkämpft hat, war Gold Roger, der König der Piraten. Als er hingerichtet wurde, waren seine letzten Worte: Ihr wollt meinen Schatz? Den könnt ihr haben. Sucht ihn doch!
Irgendwo habe ich den größten Schatz der Welt versteckt. Dieser Schatz ist das One Piece und er liegt irgendwo auf der Grand Line. Damit brach das große Piratenzeitalter an. Ach so, und für die Mission müssen wir uns an eine Steinsäule ballern lassen und von da aus zum Stern springen. GG. Bonus: Mehr rote Münzen unter Wasser. Im Raum mit dem Piratenbuchtgemälde befindet sich an dieser Stelle eine Ausbuchtung in der Wand. Springen wir hinein, gelangen wir in ein gigantisches Aquarium, aus welchem wir nur lebend rauskommen, wenn wir alle 8 roten Münzen einsammeln. Luft zum Atmen gibt es hier nicht, weswegen wir uns mit dem Einsammeln der Taler am Leben erhalten müssen. Diese heilen nämlich Schaden oder stellen in diesem Zusammenhang rettenden Sauerstoff zur Verfügung. Und das im Gegenwert zum jeweiligen Wert der Münze. Gelbe heilen 1, rote 2 und blaue 5 Schadenspunkte. Wir tun unseren Job und greifen den Stern in der Mitte des Levels ab. Kapitel 4: Biberberg Bob. Da wir deutlich mehr als die nötigen 3 Sterne zum Freischalten dieses Levels haben, öffnen wir die Tür zum nächsten Gemälde und springen hinein. Biberberg Bob stellt mit der Musik und Optik eine wunderschöne Schneelandschaft dar, die mir immer die krassesten Weihnachtsfeelings gibt. Ich bin mir sicher, dass dieses Level auch für viele von euch ikonische Mario-Missionen birgt. Die erste ist, in bester Wintermanier, eine Rodelbahn, welche wir runterrutschen müssen. Das ist alles. Den Kurs zu überleben reicht schon völlig aus. Obwohl ich das hier schon dutzende Male gemacht habe, falle ich tatsächlich von der Bahn und muss nochmal ran. Beim zweiten Anlauf klappt es aber. Ich nutze einen der bekanntesten Geheimgänge des Mario-Universums, indem ich in diese durchlässige Wand rutsche und hole mir meine Belohnung außerhalb der Rutschbahn ab. Nun müssen wir ein Pinguin-Baby zu seiner Mama bringen. Dieses ist der Mutter nämlich abhanden gekommen. Insgesamt gibt es 2 Watschel-Babys in dieser Stage. Nur ein Kind ist das Richtige. Und zwar das gleich zu Beginn des Levels. Wir packen uns den kleinen Racker und machen uns auf die beschwerliche Reise den Berg hinunter. Nach einer kurzen Rutschpartie mogle ich mich an den Schneemännern auf der Brücke vorbei und vereine die überglückliche Mutter wieder mit ihrem Kind. Diese belohnt uns mit einem Stern. Ich weiß, dass sich nun einige von euch die Frage stellen, ob ich das getan habe, was viele von uns damals ausprobiert haben. Habe ich das Baby der Mutter nach Erhalt des Sterns genommen und es vom Rand der Stage geschmissen? Haltet ihr mich wirklich für ein solch mieses Monster? Diese Frage beantworte ich euch zu einem anderen Zeitpunkt, wenn ich in einem speziellen Video die kleinen Details mit euch bespreche, die dieses Spiel abseits von den Missionen zu bieten hat. In der dritten Mission geht es wieder auf die Rodelbahn. Wir müssen den schnellen Pinguin in einem Rennen besiegen. In meinem Headcanon ist dieser Dude der Vater der Pinguinfamilie. Keine Ahnung warum. Wir nehmen seine Herausforderung an und rutschen, was das Zeug hält. Tatsächlich kann man hier sehr schnell das Zeitliche segnen, weil der Kerl nicht gerade klein ist und einen gerne mal von der Stage pfeffert. Besiegen wir ihn, werden wir mit einem Stern belohnt. Witzigerweise ist dies einer der wenigen, wenn nicht der einzige Stern, welchen wir ohne zu springen einsammeln können. Das Ding schwebt so niedrig, dass wir einfach reinlaufen können. Nun geht es wieder um die roten Münzen, dessen Sammeln ich abermals mit dem Finden aller Münzen in diesem Level verbinde. 154 an der Zahl. Wir beginnen zunächst mit der Rutsche, da diese mit Abstand die meisten Münzen für uns bereithält. Da ich sehr vorsichtig sein muss, um nicht von der Bahn zu fallen, muss ich mich an dieser Stelle über einen Teleporter wieder hochporten, um einzelne Coins, die mir zu risikoreich waren, in einem weiteren Anlauf einzusammeln. Der schlimmste Part ist aber jener hier. Diese beiden Propellerkollegen befinden sich, wie man sehr gut sehen kann, sehr nah am Abgrund. Wenn wir sie kaputt schlagen und eine der 3 Münzen, die sie hinterlassen, runterfällt, muss ich das komplette Level nochmal von vorne machen. Ich locke sie daher etwas von der Kante weg und klatsche sie dann um. Rückblickend war es dumm, die beiden so spät zu machen, da hier schnell ganz viel ganz schief hätte gehen können. Euch empfehle ich, wenn ihr es mir gleich tun und alle 154 Münzen sammeln wollt, zuerst die Propeller-Dudes Platz zu machen und sich dann um den Rest von Biberberg zu kümmern. Tricky ist zudem auch die Sektion, in der man sich mit der Kanone von einer Seite zu der anderen ballern muss. Ein Fehlschuss und alles ist vorbei. Wenn ihr also keine Übung darin habt, guckt zunächst, wie der richtige Winkel ist und merkt euch die Ankerpunkte, damit ihr auf keinen Fall ins Gras beißt. Die restlichen Münzen, inklusive der 8 roten, sind gar kein Problem, solange man die für ein Eislevel nötige Sorgfalt mitbringt. Besonders gefällt mir der nächste Auftrag, auch wenn er schnell vorbei ist. Wir müssen einen Schneemann bauen. Am Fuß des Berges befindet sich der Kopf, der beklagt, keinen Körper zu haben. Auf der Spitze des Berges finden wir eine Kugel, welche uns folgt und dabei natürlich an Größe zunimmt.
Alles, was wir hier tun müssen, ist immer vor der Kugel zu bleiben, keine Abkürzungen zu nehmen und so dafür zu sorgen, dass der Körper in den Kopf rollt. Das ist wirklich ein sehr stattlicher Schneemann. Und jetzt bin ich wieder traurig, dass in dem Gebiet, in dem ich lebe, nahezu nie Schnee liegt. Mission Nummer 6 setzt als erstes Level in diesem Spiel den Walljump als Mechanik voraus. Vorbei an den Propeller-Hainos finden wir einen Felskomplex vor, an dessen höchster Punkt ein Stern thront. Um so weit nach oben zu kommen, müssen wir mit genug Anlauf gegen die Wand springen und in dem Moment, in dem wir sie berühren, den Analog-Stick in die entgegengesetzte Richtung ziehen und den A-Knopf drücken. Dadurch stößt Mario sich von der Wand ab und kann so auf andere Plattformen gelangen. Das Ganze erfordert ein bisschen Übung. Wenn man das Timing aber erstmal drin hat, verlernt man es auch nicht mehr. Ist wie Fahrradfahren. Bibberberg Bob gliedert sich damit in die Reihe abgeschlossener Level ein. Zeit für Bowser, oder? Kapitel 5. Big Boos Burg. Tatsächlich nicht. Im Schlossgarten können wir nämlich, wenn wir mindestens 12 Sterne gesammelt haben, eine Gruppe an Boohoos entdecken. In einem der Geister befindet sich ein Miniatur-Geisterhaus, welches wir betreten können, wenn wir den Geist alle machen. Das Level ist Gruselwusel in bester Mario-Manier, dunkel und verwinkelt. Zunächst müssen wir dafür sorgen, dass die Anzahl der Gespenster in dem Anwesen deutlich sinkt. Wir schulen also auf Ghostbusters um und erledigen einen fliegenden Marshmallow nach dem anderen, bis sie ihren großen Bruder rufen. Das willst du nicht jetzt unbedingt meinen Bruder anrufen. Im Eingangsbereich des Hauses schwört er Rache für seine Geschwister. Wir kloppen ihm dreimal mit unseren Angriffen 1 auf die 12 und zwacken ihm damit Powerstern Nummer 32 ab. Jupp. Wir haben bereits über 30 Sterne und noch nicht mal den ersten Bowser-Kampf hinter uns. In Part 2 des Geisterhauses geht es gleich weiter mit dem Gespensterklatschen. Im Keller des Hauses finden wir ein ziemlich tödliches Karussell, aus dessen Wandgemälde Boohoos erscheinen. Insgesamt sind es 6 Stück. Da wir bereits mit diesen Gegnern vertraut sind, stellen diese Caspers kein Problem dar. Danach meldet sich erneut ein größeres fliegendes Bettlaken zu Wort, welches wir erneut ablatten. Diese Aufgabe stellt halt einfach die schwierigere Version der ersten Mission dar. Nummer 3 von 6 hat hingegen etwas Abwechslung in petto. Wir begeben uns in eine Bücherei und müssen besessenen Büchern ausweichen. Am Ende des Ganges müssen wir in der richtigen Reihenfolge die Schinken zurück ins Regal drücken, um einen geheimen Pfad freizuschalten, an dessen Ende uns ein weiterer Stern erwartet. Na, was denkt ihr, was wir in der vierten Mission tun müssen? Richtig! 8 rote Münzen. Und erneut kann ich diesen Auftrag mit dem Sammeln der 100 respektive maximalen 151 Münzen verbinden, die sich in diesem Level befinden. Im Gegensatz zu Bibberberg Bob müssen wir hier aber auf nichts Besonderes achten, sondern einfach nur sämtliche Geister besiegen und aufpassen, dass wir rechtzeitig die blauen Taler einsammeln, bevor diese despawnen. Stern Nummer 5 ist einfach erklärt und erfordert nur etwas Walljumping. Auf dem Dach des Anwesens, welches wir über einen Sprung mit dieser Wand erreichen, chillt ein großer Boohoo, den wir, wie schon so oft zuvor, in die packende Faust rennen lassen. Den Stern selbst zu bekommen, ist die eigentliche Herausforderung. Dieser fliegt nach unserem Sieg nämlich auf das sehr schräge Dach, von dem wir schnell runterrutschen können. Solange ihr aber aufpasst, wo ihr hintretet, sollte das klar gehen. Analog zum letzten Stern der Piratenbucht-Panik muss ich auch hier wieder einen kleinen Timeskip einbauen. In Finde das Auge im Geheimraum benötigen wir nämlich die Tarnkappe, dem dritten und letzten Mützen-Upgrade des Spiels. Mit ihrer Hilfe werden wir unsichtbar und können in Big Boos Burg durch die blauen Geistergemälde springen. Das ist notwendig, um an dieser Stelle ein gigantisches Auge zu finden, welches wir, wie die kleineren Vertreter dieser Gegnerspezies auch, durch Umkreisen besiegen können. Der letzte Stern des Levels gehört damit uns. Notwendig ist der Timeskip im Editing gewesen, weil wir als Spieler den Zugang zu dieser Mütze erst dann erhalten, wenn wir Bowser zum ersten Mal besiegt haben. Ich hoffe, das Hin- und Hergespringe hat euch nicht zu sehr verwirrt. Aber um euch mal ins Hier und Jetzt zurückzuholen, ohne die Timeskips haben wir nun 37 Sterne in der Tasche. Fast ein Drittel liegt also schon hinter uns. Und damit erreichen wir das Ende der ersten Episode von The Most Perfect Save State Mario 64. Wie hat es euch gefallen? Teilt mir eure Meinung gerne in den Kommentaren mit. Welche Erinnerungen verbindet ihr mit diesem Spiel? Habt ihr es überhaupt schon selbst einmal gespielt? Oder kennt ihr es mittlerweile mehr von Speedruns? Ich bin sehr gespannt auf eure Geschichten. Aber abseits davon, lasst mich euch für ein wirklich phänomenales Jahr hier auf diesem Kanal danken. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich kann immer noch nicht glauben, was wir in diesem Jahr alles auf die Beine gestellt haben.
mit Pokémon Gelb, dem Trading Card Game, Pokémon Puzzle League, Pokémon Kristall, Pokémon Snap, Zelda A Link to the Past und Link's Awakening, haben wir sage und schreibe 7 Videospiele kompletter durchgespielt als vermutlich die meisten Menschen zuvor. Insbesondere in Kristall bin ich mir da sogar sehr, sehr sicher. Ich habe viel Arbeit in meine Leidenschaft gesteckt und ihr habt mir durch eure Unterstützung und Liebe auf Ko-fi, Twitch und hier in den Kommentaren gezeigt, dass jede einzelne Sekunde davon es absolut wert war. Wir haben erst die 100, dann 1000, 10.000 und dann sogar 20.000 Abos auf diesem Kanal geknackt. 10 Tage am Stück gestreamt und ich durfte ganz viele tolle und wundervolle Menschen kennenlernen. Ich danke euch aus tiefstem Herzen für ein absolut geisteskrankes Jahr und kann wirklich kaum abwarten, was wir in 2023 alles reißen werden. Ich bin mir by the way ziemlich sicher, dass ich diese Zeilen 5-mal einsprechen muss, weil ich ständig anfangen muss zu heulen. Aber es sind Freudentränen, also macht euch keine Gedanken. Ihr könnt auch gerne mitheulen, wenn ihr wollt. Nächstes Jahr wird alles noch viel krasser. So viel kann ich euch schon mal verraten. Ich möchte die Hütte abreißen. Und mit einer Crew, wie ihr sie seid, ist das nicht eine Frage von ob, sondern wann. Vielen Dank für alles. Habt ein wunderbares Weihnachtsfest, wie immer ihr es auch verbringt. Und kommt gut ins neue Jahr. Ich melde mich erstmal ab. Passt auf euch auf und in diesem Sinne, auf Wiedersehen.